So, ich möchte mich bei den Damen entschuldigen, dass ich etwas zu spät bin, aber so hatte die bezaubernde Heide Gelegenheit, in Ruhe zu gucken. Ich bin übrigens der Horst. Helga. Wie? Helga. Helga. Kira, hallo. Und Kira. Oh, das sind aber schöne kurze Namen bei euch in der Familie, ne? Ja. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, ihr seid verwandt. Ja. Ja? Richtig so. Meine Enkeltochter. Liebe Kira, dann erzähl mal ein klein bisschen, was machst du in deinem Leben? Ich bin Projektleiterin. Für und, was? Für Bauunternehmer, für Bauherren. Projektsteuerung auch klassisch genannt. Ja, das ist immer ganz spannend. Respekt. Von wo kommt ihr beiden? Aus der Nähe von Heidelberg. Ja. Neckargemünd. Ja. Aus Neckargemünd stammt auch dieser Spruch? Ja, ja. Das war ein freischaffender Künstler gewesen. Hm? Dann erzähl, wo hast du denn her? Das hat mir mein Mann in der Ende der 70er Jahre geschenkt. Warum gibst du den jetzt weg? Meine Kinder und Enkel tragen das nicht mehr, ist klar. Kommen auch gar nicht mehr so zu Gelegenheiten. Ne? Ich habe Verständnis dafür, wenn es gehen soll. Mhm. Liebe Heide, dass ihr mal ordentlich Material verarbeitet. Absolut. Ne, mein lieber Scholido. Außergewöhnlicher Schmuck mit einem hohen Wiedererkennungswert, sodass ich hier gleich sagen kann, Rainer Hörkens aus Neckargemünd ist der Goldschmied gewesen. Ja. Hat sich auch seinerzeit noch zum Steinbildhauer ausbilden lassen. Ja. Und hat außergewöhnlichen Schmuck hier gemacht. Und hier haben wir ein Set aus einem Armband mit einer integrierten Uhr, ein Collier, Ohrhänger und einem Ring. Alles eben als Set gestaltet. Und zwar ist es, sind hier unregelmäßig konturierte Halbschalen miteinander verbunden worden über Ösen. Und das Collier ist fast symmetrisch aufgebaut mit einem Mittelteil und einer Abhängung aus Perlen. Und diese Ohrhänge auch symmetrisch bzw. spiegelbildlich. Sehr naturalistisch ist vielmehr dieses Armband gearbeitet, eben auch aus diesen Halbschalen zusammengesetzt und auch dieser Ring. Und diese Halbschalen sind fantastisch gemacht. Also man muss sie sich genauer ansehen. Sie sind nicht getrieben worden, sie sind auch nicht gegossen worden in einem Modell. Sondern, weil, das kann man deutlich sehen, man müsste dann die Gusshaut nachträglich polieren und abnehmen. Und man kommt ja gar nicht in die Tiefen, um die Gusshaut wegzunehmen. Man sieht hier aber deutlich, dass es nach unten hin auch strahlt und dass die Lichtreflexion hier auch die Perlen befeuert. Und wie hat das jetzt gemacht? Genau. Und das ist seine Idee gewesen. Mhm. Vielmehr hat er viel Gold geschmolzen und dann Tropfen dieses geschmolzenen Goldes in eine wässrige Lösung getropft. Ach. Und dann, wenn dieser Tropfen ins Wasser fällt, dann bildet sich am Rand eine Verdickung durch den Aufprall. Und dann sinkt dieser Tropfen herunter und bildet eine Hohlform. So muss man das sich vorstellen. Im besten Fall natürlich. Ja. Bestimmt war nicht jede Form brauchbar und er hat das bestimmt häufiger machen müssen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum hier 585er Gold hier nur verarbeitet wurde. Und darin wurden diese unterschiedlich farbigen Akuya-Zuchtperlen hinein gesteckt, nehme ich mal an. Und die sind schon auch behandelt. Wann wird das gemacht worden sein? Ende der 70er Jahre. Es ist im Grunde genommen ein Zufallsprodukt. Jede Hohlform ist ein Zufallsprodukt. Ja, haben wir Beschädigungen, Heide? Ich habe eigentlich keine Beschädigungen gesehen. Nein, überhaupt nicht. Also die Verbindungen sind alle noch vorhanden. Die Perlen sind auch nicht beschädigt, haben auch ihr Lüster nicht verloren. Zwischen den Perlen gibt es sogar noch einige Brillanten, hier aufgesetzt in kleinen Krappenfassungen. Und ich würde hier summieren auf circa einem halben Karat. Das ist schön. Ja. So. Meine liebe Helga, was möchtest du denn gerne haben? Hast du mal mit Kira darüber diskutiert? Ja, ist schwer zu sagen, 7.000. Kann Heide diesen hohen Preis bestätigen? Ja, das würde ich Ihnen natürlich auch gönnen, aber wir müssen auch so ein bisschen realistisch bleiben. Ja, Verschiedenes in die Waagschale werfen. Zum einen das Gold, 130 Gramm wiegt alles hier zusammen. Ich muss so ein bisschen die Perlen abrechnen und nicht zuletzt auch das Uhrwerk hier, das kleine. Das ist so eine Handaufzugsuhr, funktioniert leider nicht mehr und auch nur eine Zifferblattmarke, exquisit heißt es dort. Aber muss einiges anziehen, sodass ich insgesamt 20 Gramm schon abziehen würde. Da wären wir bei 3.850 allein für das Gold. Gold. Und von daher liegt hier mein Schätzpreis bei 5.000 bis 5.800 Euro. Das ist eine weite Spanne. Machen wir aber das halt. Vielleicht kriegen wir mehr oder nicht. Also machen wir es eben. Bei 5 bis 5,8 wäret ihr bereits verkauft. Würde ich sagen. Ne? Ja, wir probieren es. Ja. Vielleicht kommt ja noch mehr bei rum. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau. Oh, das ist aber auch ein schönes Leder. Technik gehört aber nicht original dazu. Ne? Nee, das gehört nicht original dazu. Aber Sie haben schon recht, dass Sie das alles hier separat in Taschen legen. Dann Also erstmal von mir das Kärtchen. Danke. Ihr Lieben.
Vielleicht. Und das, ich gebe das einfach mal so. Ja, mit, ne? Ganz dezent, vorsichtig. Ja, nicht mehr so. So, damit nichts rausplumpst. Vielen Dank. Da geht's rüber. Jo. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Halt mich mal da wieder raus. Ein Zufallsprodukt. Ja. War das auch hier? Ja. Ja, es war ein Zufallsprodukt. Es war nicht gewollt. Okay. Es war einfach die Erdanziehung. Und wer hat gewonnen? Die Erdanziehungskraft hat gewonnen. Okay. Ging einfach klick, abwarten. Das Schmuckset wurde mit einer ungewöhnlichen Technik gefertigt, sodass jede goldene Halbschale einzigartig ist. Wie kommt das an und was springt dafür heraus? Hallo, hallo. 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 Oh, jetzt, das sieht aber offiziell aus. Das sieht offiziell aus. Ja. Bitte schön. Aha, oh, eine Abendtasche. Eine Klatsch. Mit wertvollem Inhalt. Mit Inhalt. Da haben Sie jetzt ja gerade die ganze Schmucksammlung mitgebracht. Oh. Ja. Perlen. Perlen kommen wieder. Ja? Perlen ich bin kommen. Mir ganz sicher, Perlen werden kommen. Ein großes Revival haben. Das sind sehr aber gut. Auch schöne, brillante. Wow, ein ganzes Set. Hast du eine Perlenzucht aufgelöst. Oh. Aber weißt, ich bin ja ein, also ich mag ja keine Perlen. Gebe ich ja zu, aber hier die Kette finde ich cool. Gibt es denn da einen Hersteller, einen, weiß man, wer das ist? Das ist der Rainer Hörtkens aus Neckargemünd. Da kommen wir auch her. Ah, ja. Okay. Wahrscheinlich dann eine Einzelanfertigung, ja. Nehme ich an. Dann alles im Auftrag. Ja. Genau. Da ist noch ein Armband in dem Schächtchen. Eine Tasche mehr noch öffnen im Täschchen. Die dunklen Perlen. Sind das, wurde da gesagt, ob das Tahiti-Perlen sind oder gefärbte Akoya-Perlen? Akoya-Perlen, ist gefallen. Das ist ja sogar noch eine Uhr. Genau. Verzeihung, wenn ich unterbreche. Okay. Ach, wie interessant. Dann wäre es vielleicht dann an der Stelle tatsächlich mal interessant zu wissen, was wir als Grundlage für einen Materialwert haben. 3.850 Euro war der Material. Also knapp 4.000 Gold, ja, ne? Genau. Vier Teile. Und der Ring, 5. Ja, ich cool. Starte mit 3.900 Euro. Mhm. 4.000 Euro. 4.100. 4.2. Ja, also, ich habe theoretisch auch noch Interesse. Bevor ich da jetzt aber anfange, Lisa hochzubieten, würde ich gerne mal wissen, was die Expertise war. Also, die Expertise lag zwischen 5.000 und 5.800 Euro. Also, ich sehe die auch so bei 5 bis 5,5 im Verkauf, aber nicht im Ankauf. Dann biete ich 4.2. Mhm. Ja. 4.250. 4,3. 4,4 ist schön. Was wäre denn Ihr nächstes? 4,5. Mhm. Ist mein nächstes. Ja. 4,6. Mhm. 4.650. 4,7. 4.750. Mhm. 4,8. Bei 4,8 bin ich auch zu Ende. Machen wir ein Geschäft mit 4.800 Euro. Ja, okay. Ja, machen wir. Sehr schön. Klasse. War gut geklappt. Ja. Dann würde ich Ihnen 2.000 anzahlen und den Rest überweisen. Ja. Ja? Ja. 2, 4, 6, 8. 1.000, 2, 4, 6, 8, 9, 2.000. Perfekt. Klasse. Sehr, sehr ausgefallen, originell. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bis heute. Dankeschön. Engelchen, machen wir gut. Ja, machen wir alle. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wunderschön. Also, die sind wirklich toll. Sehr, sehr ausgefallen. Wahnsinn.